Robert Bösch auf Bilderjagd, auf dem Flüeler Pass. Wie so oft ist er unterwegs bei schlechtem Wetter. Wo andere einfach grau sehen, hofft er auf das spezielle Bild. Das ist einfach ein spannendes Motiv mit dem dunklen Wasser und jetzt der Schnee, der doch so stark leuchtet. Oder? Und wenn das wirklich auf dem Bild zu bekommen, könnte es spannend werden. So, ich würde sagen, das langt. Ob die Fotos etwas wurden? Eigens für das Buchprojekt hat Robert Bösch sich ein Büro auf vier Rädern angeschafft. Ein erster kritischer Blick auf die Ausbeute. Wo ist das beste Gleichgewicht, oder? Und das finde ich jetzt, das gefällt mir schon arg von dem. Auch die Struktur da drin. Und am Schluss fange ich irgendeine Auswahl an mit mal so grob 1000 Bildern, wo ich das Gefühl habe, die können mal, nimmst du mal raus. Und dann sind es 500 und dann sind es noch 300. Und dann fängt die grosse Auswählerei an. Weißt du, die mit dem Zettel dran, das sind sowieso die Wackelkandidaten. Robert Bösch und der Grafiker Frank Joss verbrachten Stunden damit, sich durch all die Bilder zu arbeiten. Der Fotograf wusste selber lange nicht, wonach er suchte. Das ist das Einzige, was ich wusste. Ich habe keinen Sonnenauf- und keinen Sonnenuntergang. Ich suche Bilder in dieser Landschaft, wo ich nicht genau weiss, wie die aussehen. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich ein Bild mir mache, wenn ich das Bild mir vorstelle, habe ich schon gemerkt, du bist falsch. Ich muss etwas suchen, das plötzlich auftaucht und ich plötzlich gesehen habe. Ich war ja meistens allein unterwegs gewesen. Und die anderthalb Jahre. Und die Einzige, die ich nicht mal gesehen habe, war im September die Jäger. Und das ist mir durch den Kopf. Eigentlich bin ich ja auch ein Jäger. Aber ich weiss nicht, wie das Tier aussieht, das ich jage. Dann siehst du vielleicht etwas, verwünschst du etwas, was noch nicht planbar war. Entstanden ist kein klassisches Buch über Bündner Berge, keine Sammlung bekannter Touristensujets, sondern Bilder, die für sich allein stehen. Ich habe Bilder gesucht, also, wo eigenständig, ohne dass sie etwas repräsentieren, vielleicht auf der Kraft haben. Oder? Und ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht hat es auch etwas zu tun mit der Ruhe, die das Bild ausstrahlt. Vielleicht ist es auch wie ein Gleichgewicht, das in einem Bild sein muss. Kunst vom Fotografieren ist das Bild sehen. Das Viereck sehen, der unendlichen Vielfalt. Und das ist das, eben quasi aus einer bekannten Gegend unbekannte Bilder zu zeigen. Und das habe ich eigentlich gesucht und das habe ich extrem spannend gefunden.